Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in einem neuen Video meiner Knöterich und Pfingstrosen-Serie. Knöterich, gab schon vieles Wissenswertes, habe ich auch einiges dazu erzählt, für was der genutzt wird und so. Mache ich euch nochmal einen Videolink oben rein. Und kombiniert mit Pfingstrosen gibt es immer wieder neue Ideen. Und was es heute für eine tolle Idee gibt, das zeige ich euch jetzt gleich im Video. So, also ich muss noch mal kurz Bezug nehmen auf mein letztes Video. Da habe ich diesen Pfingstrosen-Hortensienstrauß. Ich musste immer so ein bisschen drehen. Oh, da kann man jetzt so schön alle Blüten sehen, weil ich würde den zu Hause, glaube ich, auch immer ein bisschen drehen, um alles zu sehen. Ja, den habe ich da gebunden und habe gezeigt, wie das geht. Aber um den geht es heute nicht, sondern es geht heute um ein Gesteck. Nee, nicht Gesteck. Ich brauche keine Steckmasse heute. Nee, Quatsch. Aber es ist eigentlich doch eine andere Form. Ich habe mir hier ein richtig schönes, dickes Glas. Gibt auch schon ein paar von euch, die das bei mir auch bestellt haben. Da habe ich das wie ein Weltmeister gepolstert. So ein ganz dickes, tolles Glas. Und dieses Glas habe ich mal als Basis genommen. Gibt also noch zwei. Ja, sind also noch zu haben. Wer sich dafür interessiert, 37,50 plus Porto. Ihr fragt ja eh, deswegen sage ich es auch gleich. Und in dieses Glas mache ich jetzt heute kein Gesteck, sondern mit Pfingstrosen und mit Knöterich. Da stelle ich den Knöterich rein, ja, stelle den parallel. Ich fange jetzt einfach mal damit an. So, ich habe nämlich hier wunderschönen Knöterich. Das ist auch ganz interessant. Auch Knöterich hat auch, wie manche andere Dinge, ein Nord-Süd-Gefälle, weil in Norddeutschland, habe ich gehört von euch, ist der Knöterich noch lang nicht so weit. Und bei uns ist er schon richtig schön dick und weit. Das ist echt total interessant. Und ich habe auch in anderen Videos schon gesagt, oh, ich nehme jetzt mal die Baumschere, der ist mir zu dick. Genau, den stelle ich jetzt einfach mal so rein. Ich habe auch in anderen Videos gesagt, nicht im Garten anpflanzen, auf jeden Fall irgendwo draußen schneiden. Weil ihr werdet den nie wieder los. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann guckt mein vorletztes Video. Genau, da habe ich einiges dazu gesagt. Und ich schneide jetzt mal die Stelle, wo der im Wasser stand, damit ihr auch ganz frisch ist. Die schneide ich nochmal ab. Ihr seht, wie der splittert. Aber das macht jetzt nichts in dem Fall. Und ich brauche jetzt schon ein paar Stangen, um diese Vase zu füllen. Genau aus dem Grund. Man sieht, ich brauche auch verschiedene Längen. Und was ich jetzt schöner finde, ist ja gut, dass ich jetzt das jetzt gerade sehe. Hier sieht man, wie das aussieht mit der Gartenschere geschnitten. Ja, einfach so, die natürlich auch gut schneidet. Und da nehme ich jetzt ein Messer, klack. Der Rest fliegt durch den Laden oder durch eure Wohnung und schneidet es einfach mal schräg an. Und dann ist es auch viel schöner. Weil schön soll es ja sein, aber man braucht ein bisschen Kraft. Entschuldigung, der Rest fliegt gegen die Kamera schon fast. Ja, und um einen gewissen Füllpegel zu erreichen, nehmen wir natürlich gleich mal die nächste Stange. Und ich finde es ganz lustig, dass es verschiedene Längen sind. Was investieren fürs Video. So, also mein Glas ist jetzt schön gefüllt. Man sagt immer in der Floristik, wenn man eine Arbeit macht, ist es immer sehr schön, wenn ein Drittel Gefäß und zwei Drittel Strauß oder eben Blüte ist.
Ich habe es bewusst ein bisschen höher gemacht als 2/3, weil ich finde, Höhe macht wertig und ich finde, das bringt dann natürlich eine sehr schöne Eleganz rein in die Arbeit. Pfingstrosen, ich habe es natürlich daneben stehen, habe ich wieder von Don Peony. Gibt es auch diese ganzen Sorten, könnt ihr euch auch als Pflanzen bestellen und ihr bekommt dann auch einen Rabatt mit dem Fancode Margit. Und ich zeige euch nochmal den Webshop, zeige ich euch nochmal an. Und das Schöne ist jetzt bei dieser Arbeit, ihr könnt diese Pfingstrosen einfach ja dazwischen einstellen. Und ich habe das bewusst ein bisschen höher gemacht, weil die Stiele von den Pfingstrosen, ich suche jetzt auch welche, die ein bisschen offen sind, dann wirkt das natürlich umso mehr. Und wenn ich euch jetzt die knospigen, guckt mal, die Stiele, der ist jetzt wirklich so lang, dass ich den eigentlich gerade so nehmen kann. Und diese Pfingstrose, Moment, ich muss mir zwar erstmal einen Weg suchen, aber ich kann die genauso wie sie ist hier einstellen. Und ich brauche natürlich auch noch was für die Basis. Das heißt, ach, hier ein Raum. Genau, ich brauche eine richtig schöne offene für die Basis. Die oder die wäre natürlich auch super geeignet. Oh, ja, ich glaube, die pinkfarbene, die muss da rein. Ich sehe schon fleißiges Nicken hinter der Kamera. Und genau, also die kann ruhig schön kurz sein, dass die so richtig in der Basis ist. Und ich frage jetzt natürlich auch bei so einer Arbeit, ob ich ein bisschen fädriges Grün dazu nehme. Ich habe schon über Getreide nachgedacht oder Gräser. Aber es muss nicht viel sein. So eine kleine Spielerei wäre ganz schön. Testen wir mal sowas. Nee, das ist mir zu steif und zu starr. Das ist eine Grevillea. Ich denke, ich greife dann doch wieder zum Eukalyptus, wie auch in der vorigen Arbeit. Das finde ich eigentlich, ja, und ein so ein Stiel, der ist, ja, ein Stiel macht schon unheimlich viel Wirkung. Und das genau so. Ja, genau. Man muss auch mal bei allem erstmal schön testen, dass es sitzt. Das ist jetzt sehr parallel. Und ich bleibe auch tatsächlich dabei, dass die Arbeit sehr parallel gestaltet wird. Und dass das Grün, genau, dass das Grün im Grunde genommen so mitläuft, ja, zu diesem, eigentlich wie zu diesem Wuchsmittelpunkt. Ich würde jetzt das Grün nicht so rauslaufen lassen. Das fände ich jetzt nicht so schön. Und vorhin habe ich noch ein paar, bei einer anderen Arbeit habe ich noch ein paar Eukalyptus, ja, Stielchen habe ich noch gerettet und habe gedacht, oh, die kann ich bestimmt mal brauchen. Und schon ist der Verwendungszweck da. Moment, ne, einmal rein fixieren. So, und schon ist der Verwendungszweck da. Und dann würde ich, ja, ich glaube, ich hätte noch gern einmal Pink. Dann ist es nochmal so ein Wechsel aus Zartrosa Pink, Zartrosa Pink. Und deswegen suche ich mir noch eine pinkfarbene Pfingstrose aus, die ein bisschen Farbe hat. Die ist natürlich, ja, die ist auch sehr, sehr schön. Und ich finde, mehr, ja, weniger ist wieder mehr. Mehr braucht die Arbeit überhaupt nicht. Das ist jetzt tatsächlich nur ein ganz einfaches, also natürlich mit Vorderansicht gesteckt. Man könnte auch rundum, da bräuchte man mehr Blüten. Ich würde bei der Vorderansicht bleiben. Ich würde es irgendwo hinstellen, wo ich so von vorne angucke. Das ist jetzt ein ganz schlichtes Pfingstrosengesteck mit nur mit Knöterich, Pfingstrosen, Hauch Eukalyptus. Fertig. Ganz, ganz wenig. Ja, natürlich muss das Ganze noch mit Wasser aufgefüllt werden, weil ich habe das jetzt ja erstmal im trockenen Zustand alles reingemacht. Klar, Blumen brauchen Wasser, selbstverständlich. Aber das kommt jetzt gleich noch im Anschluss. Aber guter Hinweis, vielen Dank. Und ja, aber das ist jetzt so ohne Steckmasse. Und was daran einfach wirkt, ist die Blüte, der Knöterich, ein tolles Gefäß, ein geradwandiges Gefäß. Es muss gerad sein. Sobald ihr konisch werdet, könnt ihr das nicht machen, weil klar, dann klappt der Knöterich raus. Und dann funktioniert es natürlich nicht so. Das heißt, ein schönes, gerades Gefäß ist natürlich mega dafür. Was genauso auch. Auch die Art, ja, von der Art her sowas zu machen,
Würde auch in diesem Gefäß super gehen. Ja, ist auch ein gerades Gefäß. Und auch hier könnte man natürlich mehr Knöterich, die weiße Pfingstrose. Und es ging ja auch alternativ. Da könnt ihr in dem Video nochmal gucken, mit diesem getrockneten, weiß gemachten Knöterich würde das auch sehr gut funktionieren. Die Knöterichstangen einfach parallel in das Gefäß stellen und die Blüten dazwischen. Und natürlich könnte man auch zu weißem Knöterich dann Allium nehmen oder andere Sachen. Aber das gehört jetzt zu meiner Pfingstrosen-Knöterich-Reihe. Und zu dem Thema habe ich mir jetzt einfach Sachen ausgedacht, die mir so in den Sinn kamen. Und mal gucken, ob mir noch was einfällt. Ich denke einfach weiter nach und ihr werdet die Fortsetzung erfahren. Ich muss mal gucken. Einfach mal ein bisschen in mich gehen. Das kommt immer so spontan. Die Ideen, die purzeln dann immer so. Und dann denke ich so, was mache ich? Eins, zwei, drei. Und dann geht's los. Also, in diesem Sinne, es lebe die spontane Kreativität. Ich wünsche euch ganz viel davon. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Nachmachen, bei euren Arbeiten. Mit euren Pfingstrosen, falls ihr noch keine habt. Ihr wisst jetzt, wo ihr sie herbekommt. Und vielen Dank fürs Zuschauen und alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!